Deutschlandspiel gegen Spanien. Das wird dann natürlich ein Schlüsselspiel am 27. November. Es bleibt natürlich die Frage, wie gelingt es dem Trainerstab, die Abwehr zu festigen, weil die Spanier hat natürlich jetzt einen Lauf im Spiel gegen Costa Rica. Das Spiel gegen Deutschland kann natürlich ganz anders verlaufen. Natürlich verfügt Spanien auch wie Deutschland über sehr gute Offensive, aber ich denke, es wird jetzt in diesem Spiel auch auf die Abwehr und vor allem auf das defensive Mittelfeld ankommen. Ja, die Frage besteht natürlich, ja, wie wird das der deutschen Mannschaft gelingen, ihre Abwehrarbeit zu verbessern? Vor allem natürlich, weil auch Spanien natürlich ganz andere Möglichkeiten hat als Japan und auch ganz anders spielen wird. Ja, viele Experten haben auch gesagt, man soll die Spanier ohne Ball lassen. Muss man natürlich sehen, ob das gelingt. Das wird wahrscheinlich nur dann gelingen, wenn ja, im Mittelfeld des Deutschland die Oberhand ja, gewinnen kann. Und ich denke schon, dass Kimmich wahrscheinlich doch im Mittelfeld spielen wird. Und rechts erwarte ich eigentlich Kehrer heute. Ja. Und muss man natürlich sehen, ob Schlotterbeck und Süle heute spielen werden im ersten Spiel. Ja, bei Süle ist klar, der hat nicht auf seine Position gespielt. Und Schlotterbeck hat auch einige Fehler drin. Also ich denke mal, für Deutschland auch nicht nur bei dieser WM, sondern auch nach dieser WM wird es darum gehen, die Abwehr zu festigen und eine Abwehrformation zu finden, die auch auf gutem Niveau bestehen kann. Im Sturm, ja, man muss sehen, ob Füllkrug von Anfang an spielt oder ob es andere Lösungen gibt, ob Sané von Anfang an spielen kann, ja, wage ich zu bezweifeln, weil der ist ja ausgefallen im letzten Spiel und denke schon, dass er noch ein bisschen braucht und wahrscheinlich kommt er von der Bank. Es kann natürlich sein, dass er von Anfang an spielt und dann nach 60 Minuten raus gehen könnte. Wäre auch eine Möglichkeit, weil der bringt natürlich viel Schnelligkeit mit. Adeyemi bringt auch ja, Schnelligkeit mit, aber bisher seine Saison auch nicht so ganz glücklich gelaufen in Dortmund. Ja, sie muss man sehen, wie Deutschland dieses Spiel angehen wird. Ja, natürlich muss man von den ersten Minuten schon den Spaniern zeigen, wir können dieses Spiel gewinnen. Und das kann man nur mit starkem Mittelfeld und starken Abwehrleistung. Ja, weil wenn man die erste Halbzeit gegen Japan sieht, da hatten auch schon Musiala und Gündogan und Schlotterbeck auch einige, sage ich mal, ja, Fehler beim Halten des Balles und die hatten auch die Abwehr in Schwierigkeiten geführt. Man muss natürlich auch sehen, Rüdiger hat jetzt einige Zeit nie gespielt. Das Spiel gegen Japan hat er überragend gespielt, zumindest die erste Halbzeit. Man muss jetzt auch sehen, wie bei ihm die Kraft reichen wird, ja. Weil er hat jetzt ein gutes Spiel absolviert, volle Distanz. Und gegen Spanien wird es für ihn auch, denke ich mal, schwieriger, weil da braucht man noch mehr Konzentration, weil da sind sehr, sehr viele einzelne starke Offensivspieler. Ja, wie sieht die Prognose aus? Also viele gehen davon aus, dass Deutschland natürlich ganz anders auftreten wird als gegen Japan. Und ja, also mindestens ein Unentschieden ist drin. Aber ich meine, wenn es in der Abwehr gelingen wird, die Spaniern Parole zu bieten, dann hat auch natürlich Deutschland in Offensive sehr viele Möglichkeiten, sehr viele gute Spieler, um mindestens 2 Tore zu machen. Ja. Ob es dann gelingt, also ich tippe auf einen Unentschieden, weil Deutschland, wie gesagt, also gegen Japan nicht so gut ausgesehen hat und Spanien einen Lauf hatte im ersten Spiel. Also ich denke, Unentschieden scheint mir wahrscheinlicher zu sein, aber Deutschland muss schon einen Sieg erreichen, um auf Weiterkommen hoffen zu können.